Leute, die meinen Aktiensparplan verfolgen. Ich mache das aus Gaudi, also bitte nicht nachmachen, ohne dass ihr mit eurem Steuerberater gesprochen habt, Finanzberater oder ähnliches. Ihr könnt es gerne anschauen, Kommentare dazu machen und so weiter und so fort. Die Mai-Ausgabe, Aktiensparplan Nummer 12, also schon 12 Monate mache ich das, von 150 Euro Sparrate, verteilt auf 3 Aktien. Was ich noch dazu tue, ist, jedes Mal, wenn ich was verkaufe, dann packe ich das auf die Sparrate drauf. Dann ist es mal 170, mal 200 oder eine andere Summe. Ziel ist es, dass ich sage, irgendwann von den Dividenden zu leben und so meine Freizeit zu gestalten. Die Ausgabe hat jetzt ewig gedauert. Warum? Die Dividende kam am 16. Mai. Am 17. Mai hatte ich ein Bewerbungsgespräch und am 18. Mai hatte ich schon in Österreich angefangen zu arbeiten. Davor in München gelebt, 38 Jahre fast. Dadurch bin ich ins Trudeln gekommen. Es hat mit der Wohnung nicht geklappt, es hat mit dem Auto nicht geklappt. Ich habe auf der Couch geschlafen, ich hatte kein Internet und habe dann jetzt erstmal 5-6 Wochen durchgeackert, bis ich ja eine Bleibe gefunden habe, mit Internet und ein Auto habe und jetzt langsam wieder das in die gewohnten Bahnen läuft und der Aktiensparplan läuft weiter. Sobald jetzt hier Geld reinfließt durch einen Vollzeitjob und durch Verkäufe oder durch andere Sachen, wie auch immer, werde ich die Sparrate erhöhen, dass wir die Dividende erhöhen können, die dann reinkommt, die ich dann reinvestiere in die Aktien. So, jetzt schauen wir uns mal an. Aktiensparplan Nummer 12. Was habe ich bekommen? Und zwar gucken wir da mal hier rein. So, ich habe eine Dividende bekommen von 4,45 Euro. Buchungstag ist der 16.05. Das bedeutet, am 16.05. wurde es gut geschrieben, am 15.05. wurde es festgestellt. Und ja, 4,45 Euro, wer aufmerksam die Videos verfolgt hat vom letzten Monat, April 2018, wird feststellen, dass die Summe ein wenig weniger ist. Sie ist nicht weniger in dem Sinne, natürlich weicht sie ab, aber jetzt schauen wir uns das mal genau an. So, hier ist meine Liste, die ich angefangen habe von Juli 2017 und so weiter und so fort. Wir haben vom Procter & Gamble 4,45 Euro bekommen und haben aber vom Procter & Gamble im Februar 2,71 Euro bekommen. Also haben wir eine Steigerung hierher bekommen. Die Steigerung vom letzten Monat konnten wir nicht toppen, muss aber sagen, dass es hier auch zwei Aktien sind, General Electric und Cisco. Und das variiert ein bisschen. So, wir tragen das hier mal ein. 17.05. Wir haben bekommen von Procter & Gamble. Hier nochmal zum Anschauen. Hier Procter & Gamble, 4,45 Euro. Dann schreiben wir das hier rein, 4,45 Euro. Und wer es in den Kopf ausrechnen will, 22,09, das sind dann 26,54. Das ist die Summe, die ich aus allen Dividenden jetzt bis jetzt bekommen habe. Juli 2017 waren es 35 Cent. Dann kam das dazu und zack, 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 habe ich 26,54 bis jetzt Dividende bekommen, die ich reinvestiert habe. So, ich würde sagen, 4,45 Euro bekommen, das ist wieder eine geile Sache. Wer das nächste Video anschauen möchte, das kommt jetzt gleich. Und ich kann nur sagen, ja, wir gehen an die 6 Euro ran beim nächsten Video. Und ja, dann gehen wir an die 10 Euro ran. Wer das Motto kennt von mir,
wenn 50 Cent gehen an Dividenden oder 35 Cent, es ist auch 1 Euro gegangen, es sind 2 Euro gegangen, jetzt sind wir 4, jetzt gehen wir an die 6 Euro und es soll so weitergehen. 10, 100, 1000, dann kommen wir auch eine Million. Ja, es ist jetzt ein bisschen utopisch, aber alles möglich. Bis dann, bis zum nächsten Mal.